meinerseits ganz herzlich willkommen zu diesen Hayek-Tagen 2024. Die stehen natürlich unter einem ganz besonderen Jubiläum. Wir denken alle an die 80 Jahre Weg zur Knechtschaft. Aber es gibt noch zwei andere ganz wichtige Jubiläen zu feiern, nämlich das erste 125 Jahre Hayek selbst. Ohne dieses Jubiläum würden wir hier gar nicht beieinander sitzen. Und was mir auch sehr wichtig ist, 50 Jahre Nobelpreis. Da geht es mir jetzt weniger um den Nobelpreis als solchen, sondern seinen wichtigen Beitrag, den er dazu geleistet hat, bei der Nobelpreisrede, nämlich mit der Anmaßung von Wissen hat er ja genau aufgespießt, was das Problem des Interventionismus ist. Lauter gute Absichten, aber leider nicht die Möglichkeiten, um sie dann auch an zentraler Stelle umzusetzen. Das ist ganz wichtig und das Interessante ist ja, dass er genau auf diese Erkenntnis auch schon vorbereitet hat, hingewiesen hat in seinem Buch Weg zur Knechtschaft. Und darum soll es jetzt hier einleitend ganz kurz gehen. Ich will nochmal zeitlich zurückblenden, dass wir uns so in die Entstehungszeit dieses, man muss sagen, Jahrhundertwerkes zurückversetzen, was ja, ich glaube, immer noch auf den Top Ten der Bestsellerlisten in diesem Genre rangiert. Und alles ist aber nicht veraltet. Gehen wir nochmal zurück in die erste Hälfte der 40er Jahre. Als er dieses Buch geschrieben hat, da war schon klar, die Westalliierten werden diesen Krieg gewinnen, aber sie sind drauf und dran, den Frieden zu verlieren. Denn es ging jetzt darum, aus der Kriegswirtschaft zurückzufinden, wieder in eine freiheitliche Friedensordnung. Und das damals dominante sozialphilosophische Narrativ war eben ja, die Zukunft wird selbstverständlich sozialistisch sein. Und damit bestand die Gefahr, dass ausgerechnet die Sieger, die westlichen Siegermächte im Zweiten Weltkrieg dann die sozialphilosophischen Traditionen übernehmen, deren schlimmste Auswüchse sie gerade mit den Niederringen der NS-Diktatur überwunden haben. Und auch in der Sowjetunion hatte sich in aller Klarheit schon gezeigt, dass jede Form des Kollektivismus früher oder später in den Totalitarismus führen muss. Und genau dagegen hat er angeschrieben und wollte seine damaligen Zeitgenossen aufrütteln. Und das war verbunden mit einer positiven Botschaft, man könnte fast sagen einer wunderbaren Botschaft, denn er hat ihnen ja gesagt, wenn ihr ökonomische Effizienz wollt, dann braucht ihr gerade nicht die politische Freiheit aufzugeben. Er hat ihnen also einen Doppelpack darlegen können, dass politische Freiheit und ökonomische Freiheit Hand in Hand gehen können, das aber eben umgekehrt gilt, wenn man die ökonomische Freiheit einschränkt im Zuge eines zentralverwaltungswirtschaftlichen Systems, dass dann nachgerade denklogisch auch die politische Freiheit nicht aufrechterhalten kann. Wenn etwa der Zentralplan formuliert wird und damit wird dann ja auch das Gemeinwohl adressiert, dann bedeutet es natürlich alles, was diesem Zentralplan im Wege steht, ist ein Akt gegen das Allgemeinwohl. Ja, also ein Streik beispielsweise können Sie dann nicht mehr durchführen. Dann werden Sie zu jemandem, der das Allgemeinwohl sabotiert, weil er Sand ins Getriebe streut. Und so geht es immer weiter. Das hat er ausgewickelt und damit zwei ganz wichtige Erkenntnisse ebenfalls vorbereitet, nämlich zum einen eben diese Interdependenz der Ordnungen aufzuzeigen. Das ist nicht egal, welche ökonomische Ordnung man hat. Sie wird früher oder später auf die politische Ordnung umschlagen. Und er hat ihnen eben auch Mut gemacht, dass das westliche Modell, das marktwirtschaftliche, freiheitliche, liberale, demokratische Rechtsstaatsmodell, dass das alles andere als vorbei ist, sondern dass man genau da wieder anknüpfen muss, sobald man die Kriegswirtschaft hinter sich lassen kann. Und wenn wir auf heute schauen, dann stehen wir sehen natürlich erstaunliche Parallelen. Auch heute in abgewandelter Form gibt es wieder ein mangelndes Verständnis für die Stärke des westlichen Modells. Wenn Sie einige Jahre zurückdenken, da waren viele auch im Westen tiefen Zweifel, ob nicht doch der autoritäre Ansatz etwa in der Volksrepublik China am Ende doch das performantere ökonomische System sein sollte. Mit den starken Durchgriffsrechten, mit dem Ausrufen von Zukunftsbranchen und der entsprechenden Investitionslenkung meinte man, da könnte vielleicht doch jemand
jemanden einen Weg gefunden haben, der nochmal etwas performanter ist als den, den wir im Westen gefunden haben. Dann kam die Pandemie und es waren noch mehr Leute davon überzeugt, ja, wir brauchen ein autoritäres Regime, sonst kann man mit so einer Pandemie gar nicht fertig werden, man muss durchgreifen können, Lockdowns verhängen, da kann auch keiner ausbrechen. Deshalb war mittlerweile Mainstream geworden zu Beginn der Pandemie, dass die Chinesen ja wohl die Ersten sein würden, die aus dieser Pandemie wieder herausfinden würden. Wir wissen, alles ist anders gekommen. Für Liberale bin ich überraschend, denn wenn sie plötzlich auf mehr oder weniger unbekanntem Gelände sind, dann ist ein monolithischer Ansatz ziemlich ungeeignet. Sie brauchen gerade die Vielfalt, um herauszufinden, wie sie denn jetzt mit diesen neuen Phänomenen am besten fertig werden können. Das hat zum Glück hier eine gewisse kalte Dusche erzeugt und auch die Unwuchten, die wir jetzt im chinesischen Modell ja beobachten können, erst in dem Immobilienbereich mit erheblichen Überkapazitäten, aber auch jetzt im Industriebereich wieder mit erheblichen Überkapazitäten, die dann ja nur in der übrigen Welt berauscht werden können. Das ist auch für die übrige Welt ein Problem, weil dann der Strukturanpassungsstress etwas größer wird, aber am Ende ist das natürlich kein Grund, auf dem die Wertschöpfung und Wohlstand aufbauen können, wenn sie fehlgelenkte Ressourcen haben, Überkapazitäten produzieren und ihnen dann, dass es einfällt, als die Güter in der übrigen Welt zu verramschen. Ich hoffe, dass diese Einsicht dann auch noch weiter trägt, aber wir haben eben hier auch eine tiefe Erschütterung gehabt über die Stärke des westlichen Modells. Und das besorgt mich noch mehr, ist, dass jetzt im Zuge der Dekarbonisierungspolitik plötzlich ziemlich unverblümt Forderungen hören, zumindest wird damit kokettiert. Eigentlich müsste man ja, wenn man Dekarbonisierung ernst nimmt, müsste man in eine Kriegswirtschaft zurückfinden. Dann kann man das nicht mehr den Märkten überlassen. Das wird mehr oder weniger locker, flockig in den Salons, in den Talkshows diskutiert, so als sei das eine Selbstverständlichkeit. Oder als sei das auch nichts besonders Empörungswertes. Und wenn man sich vorstellt, was das für die politische Freiheit bedeutet, was das auch für unseren Wohlstand bedeuten würde, dann weiß jeder, was die Stunde geschlagen hat. Und schlimmer noch, einige versuchen ja dieses Thema dann tatsächlich zu kapern für ihre ganz anderen Ziele, nämlich tatsächlich das westliche System aus den Angeln zu heben. Wenn Sie einen Banner sehen bei bestimmten Demonstrationen, Burn Capitalism, Not Coal, dann wissen Sie, es geht um alles, aber es geht nicht um Dekarbonisierung. So, und Hayek hat ja damals seinen Weg zur Knechtschaft den Sozialisten in allen Parteien gewidmet. Heute würde er vermutlich die Widmung etwas umformulieren und es den Interventionisten in allen Parteien widmen, denn es gibt jetzt heutzutage keine so explizite Sozialismus-Euphorie mehr, wie es sie zu seiner Zeit gegeben hat. Da war das Wort vielleicht auch noch nicht so verbrannt, aber es gibt auf jeden Fall eine sehr starke Interventionismus-Euphorie und die grassiert hierzulande in weiten Teilen auch der Europäischen Union und auch darüber hinaus. Und das ist sehr eng miteinander verwandelt. Natürlich ist ein interventionistisches System nicht dasselbe wie ein sozialistisches System. Das würde ganz dezidiert das Privateigentum an den Produktionsfaktoren aufheben. Aber die Eigentumsrechte sind ja keine 0-1-Variable, ist ja kein Schwarz-Weiß, Privateigentum haben oder nicht haben, sondern die Eigentumsrechte sind ja immer eingehegt, notwendigerweise in einer Rechtsordnung. Und je weniger Optionen ich den Akteuren lasse, das, was sie mit ihrem Eigentum denn dann überhaupt noch anstellen können, welche Technologien sie beispielsweise verfolgen können, welche Güter sie herstellen können und Ähnliches mehr, je stärker sie das einschränken, desto mehr löst sich natürlich dieses formale Eigentumsrecht von seinen materiellen Handlungsmöglichkeiten, desto näher kommen sie in ein System, wo eben den einzelnen Akteuren gar nicht mehr überlassen ist, was sie mit diesem Eigentum anstellen können. Und das wird umso gravierender, als wir alle wissen, es gibt die Gefahr von Interventionsspiralen, also die Eingriffe, und zwar die unsachgemäßen Eingriffe in den marktwirtschaftlichen Prozess, bleiben nicht ohne schädliche Nebenwirkungen. Die werden dann wiederum versucht, mit neuen Eingriffen zu bekämpfen und so geht es weiter. Und so werden dann eben die Eigentumsrechte immer weiter aufgelöst und am Ende bleibt nur noch sehr, sehr wenig davon übrig. Und die unterscheiden, ob sie dann noch formales Privateigentum an den Produktionsmitteln haben oder nicht, ist dann immer weniger aussagekräftig. Und es kommt eben die Interdependenz der Ordnungen hinzu. Auch das ist etwas, was ein Dauerthema ist. Das hat leider nicht mit den 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts aufgehört.
Denn je interventionistischer man wird, dann ist es ja nicht so, dass dann plötzlich weniger Entscheidungen zu treffen werden, sondern es müssen jetzt Entscheidungen getroffen werden, nicht mehr dezentral von den Privaten, sondern immer mehr von den staatlichen Instanzen, und damit wächst eben eine Bürokratie auf, die für sich genommen eine enorme Machtkonzentration bedeutet, und der können Sie auch nicht mehr ausweichen. Sie können ja einem privaten Monopol noch eher ausweichen als einem staatlichen Monopol. Und genau das war ja auch die Kernidee des Neoliberalismus. Wir müssen Wege finden, dass wir insgesamt Machtpositionen einhegen können, sowohl private als auch staatliche. Und derzeit übersehen wir etwas, dass nämlich die Machtkonzentration durch die Zunahme von Zuständigkeiten für Bürokratien immer weiter wächst. Und das ist eben das Problem dabei, kaum noch kontrollierbar ist. Und zwar nicht aus bösem Willen, sondern aus der Natur der Sache heraus. Was bedeutet denn Interdependenz der Ordnungen? Nun, es bedeutet zweierlei. Eine falsche ökonomische Ordnung wird früher oder später die politische Freiheit auflösen. Das ist das eine. Aber es geht eben auch umgekehrt, produktiv, wenn man so will, dass sich die beiden Ordnungen, wenn sie gut aufgestellt sind, eben auch gegenseitig stützen können. Also die marktwirtschaftliche Ordnung stützt eben auch die rechtsstaatliche Demokratie und umgekehrt. Und das will ich ganz kurz deutlich machen. In der politischen Sphäre haben Sie eine bestimmte Konsensfindungskapazität. Das, worüber man einen öffentlichen Diskurs führen kann, das, worüber man am Ende auch abstimmen kann. Das können aber der Natur der Sache wegen natürlich nur allgemeine Regeln sein. Es ist unmöglich, die kleinen Einzelheiten, die in bürokratischen oder Großbürokratien entschieden werden müssen, die können Sie schlichtweg nicht demokratisch entscheiden. Die Wähler wissen überhaupt gar nicht, was Sie da ankreuzen müssten, weil der Sachverhalt gar nicht verstanden wird. Und das gilt auch für die Parlamentarier. Auch die können das nicht mehr kontrollieren. Das heißt, sie schaffen plötzlich Machtstrukturen, die durch gar nichts mehr eingehegt sind. Weder durch die demokratische Kontrolle, wie sie es im Parlament haben, wenn um allgemeine Regeln gerungen wird, noch einen Wettbewerb, weil die Bürokratie ist ja gerade in den Wettbewerb entrückt. So, und hier kann eben die ökonomische Sphäre helfen, indem der Markt all das abräumt, was sie sonst eben mit bürokratischen Entscheidungen treffen müssten. Das wirkt konfliktentschärfend und stabilisiert damit auch den demokratischen Diskurs. Die Komplexität wird trotzdem bewältigt, weil wir eben die dezentralen Akteure haben, die ihr jeweiliges situatives, personelles Wissen einsetzen können, und das Ganze beruht auf Freiwilligkeit und dezentraler Kontrolle via Wettbewerb. Also die beiden können sich produktiv stützen, sie können sich aber auch, wenn man zu interventionistisch agiert, in der ökonomischen Sphäre dazu führen, dass dann tatsächlich der Weg in die Knechtschaft angetreten wird. Und das hat Implikationen. Wir müssen dafür sorgen, dass je stärker sich politische, oder wir müssen aufpassen, dass sich die politische und die ökonomische Sphäre nicht stärker miteinander verschränken, durch Intervention, weil dann geraten eben mehr und mehr Zwangsmittel in Reichweite privater Akteure, und genau das darf nicht sein. Das ist dann ein Privilegienstaat, der denjenigen Möglichkeiten gibt, die Zugang irgendwie zu den staatlichen Machtmitteln haben, alle anderen haben die nicht und können sich nicht einmal im Wettbewerb dagegen wehren. Und je interventionistischer sich ein Staat aufstellt, desto anfälliger wird er eben zur Beute von Partikularinteressen zu werden. Und je stärker sie sich auf allgemeine Regeln konzentrieren, desto weniger ist dazu holen, wenn sie so wollen, für Lobbyismus, weil die allgemeinen Regeln sind nur allgemeine Regeln, die gelten für jeden, da gibt es gerade keine Sondertickets für Spezialprobleme. So, und das bedeutet aber auch, dass das Infragestellen staatlicher Kompetenzen alles ist, aber keine Delegierung des Staates, sondern ganz im Gegenteil. Dadurch, dass das staatliche Agieren immer wieder hinterfragt wird, die er dann aber auch parieren kann, legitimiert er sich, was den Einsatz von Zwangsmitteln angeht. Und dafür ist der Staat ja da, aus guten Gründen da. Es soll eine Instanz geben, die das Gewaltmonopol hat. Aber dieses Gewaltmonopol muss immer und immer wieder gerechtfertigt werden. Es kann eben sein, dass es sich im Laufe der Zeit durch andere Technologien, durch organisatorische Fortschritte, durch was auch immer, neue Einsichten, dass wir plötzlich zu dem Ergebnis kommen, dass wir bestimmte Dinge nicht mehr mit Zwangsmitteln regeln müssen, sondern etwa den Wettbewerb überlassen können.
Und deshalb gehört es zu einer lebendigen Demokratie, dass der Staat immer wieder in Frage gestellt wird in seinen Kompetenzen. Und das stärkt ihn und schwächt ihn eben gerade nicht. Und ich sehe mit einer gewissen Sorge, dass wir infolge des zunehmenden Interventionismus auch stückchenweise unsere Rechtsordnung deformieren. Ich will Ihnen das an zwei Beispielen kurz illustrieren. Sie erinnern sich noch an die Übergewinn-Debatte, da ging es insbesondere um die Mineralölwirtschaft. Da weist sich das Kartellamt seit vielen Jahren die Zähne dran aus, da die Übergewinne nachzuweisen, beziehungsweise die Kartellpraxis, die Absprachen nachzuweisen. Jetzt kam man auf die Idee, naja, gut, wenn wir euch das nicht nachweisen können, dann weist ihr doch erstmal nach, dass ihr keine Absprachen getroffen habt. Ja, also mal locker vor Bocker, weil der Interventionismus nicht mehr läuft, plötzlich einen so wichtigen Grundsatz wie hier die Beweislastumkehr einfach zu vollziehen. Ja, nur weil man mit den Mitteln des Interventionismus in eine Sackgasse geraten ist. Oder, dass sich das Gulliver-Syndrom nenne, damit bezeichne ich, dass wir ein immer stärkeres Geflecht an Regeln haben. Jede Regel für sich genommen mag sinnvoll sein, zumindest einer sinnvollen oder nachvollziehbaren Absicht entspringen, aber in ihrem Gesamtheit halten sie dann eben die ökonomische Dynamik am Boden, weil sie sich widersprechen, weil sie einfach unübersichtlich werden. So wie Gulliver ja auch nicht von einem Seil am Boden, einem Faden am Boden gehalten wurde, sondern durch das ganze Geflecht. So. Und das hat mittlerweile auch, haben es auch führende Wirtschaftspolitiker hierzulande erkannt und sich darüber beschwert, ja, dass also die Verwaltungsgerichte würden sie ja überall ausbremsen. Das ginge nicht so weiter. Ja, aber für die Regeln sind nicht die Verwaltungsgerichte zuständig. Dafür ist die Legislative zuständig. Und plötzlich spielen wir hier ein Blame Game, was dazu führt, dass ganz wichtige Eingriffe zumindest so in den Raum gestellt werden, in die Rechtsordnung hinein. Also wenn da irgendwelche Regeln nicht unseren politischen Zielen dienen, dann lassen wir die Regeln irgendwie weiter so stehen, aber die Gerichte sollen da irgendwie mal nicht so genau hinschauen. Ja, so geht's nicht. Ja, man kann ja über vieles sprechen, man sollte aber erst die Regeln ändern, wenn man zu dem Ergebnis gekommen ist, dass sie nicht mehr funktional sind. Und dann kann danach gehandelt werden. Aber nach Gutdünken, die Regeln, die gerade nicht so gut in den Kram passen, einfach mal beiseite zu lassen, das verträgt sich nicht mit einer freiheitlichen Ordnung. Und die Triebkräfte des Interventionismus sind keine Newcomer auf der Bühne der Geschichte. Die galten auch schon vor 80 Jahren und darüber hinaus. Diejenigen, die dem Interventionismus das Wort reden, die verkennen einfach die sozioökonomische Komplexität, die bewältigt werden muss und die man nur über dezentrale Marktprozesse bewältigen kann. Und der Kollektivismus bedient sich damit, dass er die Welt in kleine, übersichtliche, in große, übersichtliche Gruppen einteilt. Ja. Es gibt dann nur noch die Arbeiterklasse und die Kapitalistenklasse oder nur noch diese und jene. Und schon schrumpft die Komplexität zusammen und die individuellen Akteure sind nur noch ja, Träger von bestimmten Gruppenmerkmalen. Und ansonsten spielen sie keine Rolle mehr. Dann ist die Welt wieder ganz übersichtlich. Und dann traut man sich plötzlich auch zu, die einzelnen Akteure wie Schachfiguren auf dem Spielbrett hin und her zu schieben. Aber so funktioniert eben eine menschliche Gesellschaft nicht. Und ich will sagen, zum Glück nicht. Und dazu kommen eben die permanenten Trugschlüsse der Gesinnungsethik. Man meint, Instrumente seien schon deshalb gut, weil die damit beabsichtigten Ziele gut sind. Das ist in den allermeisten Fällen auch richtig, würde ich meinen, dass die meisten Instrumente, die wir diskutieren, immer irgendein Ziel haben. Da kann man zumindest nachvollziehen, dass da kein böser Wille dahinter steht. Aber das Problem ist, wenn man das umkehrt. Wenn man nämlich dann die Instrumente kritisiert und daraus der Schluss gefasst wird, aha, diejenigen, die die Instrumente kritisieren, die kritisieren eigentlich die Ziele, die wollen die Ziele nicht. Und dann kriegen wir plötzlich eine Debatte, die dysfunktional wird, weil alles auf die normative Ebene gezogen wird und auf der kann man nicht mehr rational diskutieren. Und wenn wir über die obersten Ziele sprechen, da sind sich ja fast, würde ich mal sagen, alle einig. Auch die großen unterschiedlichen Sozialphilosophien lassen sich sicherlich darauf verdichten, dass alle in irgendeiner Weise die Freiheit, die Selbstbestimmung, den Frieden und den Wohlstand anstreben. Also auf dieser hohen Flughöhe gibt es kaum einen Dissens. Wenn dann aber daraus geschlossen wird, dass jemand, der ein bestimmtes Instrument kritisiert, dann plötzlich auch
bei diesen Zielen verdächtig wird, sie gar nicht anstreben zu wollen, dann bekommen wir genau die Polarisierung im politischen Meinungsstreit, die wir so gar nicht gebrauchen können. Weil sie uns eben nicht voranbringt, sondern weil sie uns nur gegeneinander stellt und da nichts Produktives dabei herauskommt. Und dazu trägt auch bei, dass der Demokratiebegriff zunehmend überdehnt und deformiert wird. Der ist ja eigentlich nur ein Verfahren, nur in Anführungsstrichen, also das Beste, was wir kennen, um eine Regierung gewaltfrei auszuwechseln. Das ist ein wunderbares Instrument und wir können damit eben auch Regeln finden, die wir gemeinsam beschließen, hinter der man dann auch große Mehrheiten versammeln kann. Also die Idee der Demokratie ist ja nicht nur immer haarscharfe Kampfabstimmungen zu gewinnen, sondern idealerweise große Konsense herbeizuführen, damit Regeln zu formulieren, die für uns das Leben leichter machen, gewissermaßen als institutionelle Shortcuts im täglichen Transaktionsgewusel. Wenn jetzt aber plötzlich das Demokratische so überhöht wird, dass es für alles Gute, Wahre und Schöne steht, dann überfordern wir einfach die Demokratie. Auch eine Mehrheitsabstimmung kann ein schlechtes Ergebnis zur Folge haben. Kann passieren. In der Regel sollte es nicht passieren, jedenfalls diejenigen, die an die Demokratie glauben, und zu denen gehöre ich nun mal, haben ein ziemlich tiefes Vertrauen darin, dass die Mehrheit der Wahlbürger eben einen Sinn dafür haben, was sinnvolle Entscheidungen sind und was weniger sinnvolle Entscheidungen sind, wenn es Entscheidungen sind, die sie überhaupt sinnvoll treffen können. Ja, je interventionistischer sie hier agieren, desto schwieriger ist es überhaupt, das Ganze noch demokratisch zu kontrollieren. So, und wenn man dann auch noch die Demokratie selber vereinnahmt für bestimmte parteipolitische Agenden, ja, dann hat man eben die Polarisierung wirklich perfektioniert, weil dann sozusagen gar kein Diskurs mehr stattfinden kann, weil dann ja die, die hier diese Repräsentationslücken besetzen wollen, gar nicht mehr in den Diskurs hineinkommen und dann sind wir ungefähr so an dem Punkt, an dem wir jetzt gerade sind. Das hat Uff Posch hat mal sehr schön auf den Punkt gebracht. Das Wir ist exklusiv, formuliert von jenen, die gerne von Inklusion tönen. Doch in den letzten Jahren haben die Wirlinge ausgegrenzt und denunziert, wie es nur ging. Wer von Vielfalt sprach, meinte in der Regel das Uniformen. Wer kritische Fragen hatte, gehörte nicht zum Wir. Typische Schärfe von Ulf Poschardt, aber ich meine, er bringt es ganz gut auf den Punkt. Denn dieser verengte Diskursraum bringt uns keinen Millimeter weiter. Zu glauben, die Demokratie müsse vor falschen Meinungen geschützt werden, der missversteht, dass genau das für die Demokratie viel gefährlicher ist als die vermeintlich falschen Meinungen selbst. Denn dann bräuchten wir ein Kriterium dafür, was ist denn eine falsche Meinung und was nicht. Und da können wir sicherlich keine Konsense herbeiführen. Und damit würde dann diese Polarisierung sich immer weiter fortsetzen. Das führt zu einer Art Narkotisierung der Demokratie und die sollten wir überwinden. Auch keine neue Erkenntnis im Übrigen. Gustav Heinemann verdanken wir noch den Satz, es muss darauf geachtet werden, dass das Grundgesetz nicht mit Methoden geschützt wird, die seinem Ziel und seinem Geist zuwider sind. Und bizarrerweise ist ja so, dass wir viele Meinungen zumindest stark einengen und den Meinungsraum stark einengen, aber bei einem Tabu, was sich nun wirklich aufdrängt und was sich herausgebildet hat in Reaktion auf den Zivilisationsbruch der NS-Diktatur, da sind plötzlich alle Dämme gebrochen. Also wie man Diffamierungsvokabel Nazi so inflationär gebrauchen kann, erschließt sich mir nicht. Damit verharmlost man wahrscheinlich unabsichtlich, aber man nimmt es zumindest in Kauf. Man nimmt in Kauf, dass ein ganz wichtiges Tabu in unserer Gesellschaft, dass das nämlich eine Einmaligkeit hatte, in seinem Verbrechen einmalig war und eben nicht eine Allerweltsgeschichte war, dass das mehr und mehr verwischt wird und einige ja, jüngere Menschen müssen ja geradezu den Eindruck bekommen, also die Nazis scheinen ja ziemlich harmlose Typen gewesen zu sein. Ja, also das ist etwas, was erstaunlicherweise überhaupt nicht zu dieser Sensitivität des sonstigen Diskurses passt, wo man ja bei jeder Vokabel sehr genau darauf achtet, ob sie irgendjemanden verletzen könnte oder nicht. Was für sich genommen auch in Ordnung ist, sensibel zu sein, finde ich grundsätzlich überhaupt nicht kritikwürdig, aber es darf eben nicht instrumentalisiert werden und man muss es eben konsequent dann auch durchziehen. So, und Haltung zeigen allein ist dann eben doch ein bisschen dürftig, wenn das dazu führt, dass man am Ende nur Sachkontroversen ausweicht. Also Bekenntnisse zu Selbstverständlichkeiten sind dann eher Anzeichen für demokratische Unreife, für den
glaube, unsere Demokratie sei ja so fragil, wir dürfen den Bürgern eigentlich gar keine Kontroversen zumuten, nachher kommen die noch auf dumme Gedanken. Also das scheint mir doch eher einen sehr paternalistischen Geist wieder zu spiegeln. Ich könnte auch sagen, was für Freibier gilt, ist bei Gratismut nicht anders. Was nichts kostet, wird bis zur Besinnungslosigkeit genossen. Jürgen Kaube hat das auch sehr schön in FAZ einigen Wochen aufgeschrieben. Die Aufklärung kämpft gegen die Trägheit an, gegen das Auswendiglernen, gegen das Abspulen von Phrasen, die man irgendwo aufgeschnappt hat. Und davon haben wir in den vergangenen Monaten, glaube ich, relativ viel erlebt. Und es wäre schöner, wir würden wieder miteinander kontrovers in die Sachdebatten gehen und uns nicht so sehr an diesen letztendlichen Selbstverständlichkeiten aufhalten, die ja überhaupt nicht kontrovers sind. So, was ist das strukturelle Handicap des Liberalismus? Wird uns wahrscheinlich auch auf alle Zeit erhalten bleiben. Das ist nun mal so. Liberale sehen den Staat schon als notwendige Instanz, aber im Zweifel eher so als notwendiges Übel. Das ist nicht so unbedingt das, was dann diejenigen, die hinter dieser Idee stehen, dazu antreibt, sich möglichst stark in diesen Instanzen dieses Staates zu engagieren. Gibt zum Glück immer löbliche Ausnahmen. Aber die Leute, die eben liberales Weltbild haben, für die ist die Aktivität im Staatsdienst schon gar nicht in den Bürokratien und den Zuständigkeiten, die vielleicht gar nicht notwendigerweise staatlich sein müssten, nicht besonders attraktiv. Während das für Kollektivisten genau andersrum ist, ja, für die ist ja der Staat geradezu der Enabler ihrer Ideen und deshalb tritt man nur umso lieber den Marsch durch die Institutionen an. So, und da hat man halt ein Handicap, das wird wohl auch auf lange oder auf ewig so bleiben. Hinzu kommt, Menschen gehen gerne den Weg des geringsten Widerstands. Auch das wird sich wohl nicht mehr ändern. Und auf zwei Urkräfte können sich eben gerade die kollektivistischen Demagogen zu allen Zeiten verlassen. Das ist das Mitläufertum, der Konformitätsdrang, tief verwurzelt, könnten wir jetzt in die Entstehungsgeschichte unserer menschlichen Sozialisation zurückgehen. Und auch natürlich immer die Sucht nach Sündenböcken. Und dem muss man eben entgegentreten mit der Kraft der Ideen. Und genau das hat Hayek getan. Er hat sein Buch bewusst genannt Weg zur Knechtschaft und nicht etwa Schmoren in der Knechtschaft oder so etwas. Um deutlich zu machen, es ist ein Weg, auf dem man eben auch umkehren kann. Und das ist ein Weg, den man bewusst einschlägt. Der geht auf menschliche Entscheidungen zurück. Und alles, was auf menschliche Entscheidungen zurückgeht, ist keine Naturgewalt, die über uns kommt, sondern die kann man auch ändern. Und damit gilt eben, in der Erkenntnis genau dieser Zusammenhänge liegt die Möglichkeit zur Umkehr. Und ich denke, wir werden im Laufe dieser Hayek-Tage viele Punkte sehen, diskutieren, auch hoffentlich kontrovers miteinander diskutieren, wie so eine Umkehr aussehen kann, wie man solche Einsichten auch popularisiert, ohne zu sehr zu vereinfachen, trotzdem aber breite Bevölkerungskreise zu erreichen. Eins spielt natürlich den Liberalen dann so im, ja, ich sag mal, langen Zyklen immer wieder in die Hände, nämlich dass einfach die Ergebnisse des Interventionismus irgendwann so dürftig sind, dass die Menschen sich davon nicht mehr beeindrucken lassen und suchen dann eben eine liberale Alternative. Und unser Medaillenpreisträger wird uns das morgen sicherlich nochmal ausbreiten. Er steht ja genau dafür, dass wenn ein Land jahrzehntelang so dramatisch unter seinen Möglichkeiten bleibt und ihm gesagt wird, es war immer noch nicht genug Interventionismus, aber beim nächsten Mal wird es bestimmt besser, dass dann irgendwann auch die Wohlwollendsten die Geduld verlieren. So weit wollen wir es aber nicht kommen lassen. Es geht natürlich auch darum zu identifizieren, wie kann man liberale Ideen früher populär machen, bevor die schlimmsten Auswüchse des Interventionismus greifen. Und da freue ich mich auf diese Debatten, den Austausch mit Ihnen und unter Ihnen und freue mich auf dieses Fest der Freiheit 2024.